Also sie hat nichts zu tun mit Landwirten, wie der Name jetzt vielleicht assoziiert, sondern ist eine Gemeinschaft, die von katholischen Laien und Priestern gegründet wurde, die aus ihrem Heimatland Böhmen-Mähren vertrieben wurden nach 1945. Der Name stammt von einer neuhochdeutschen Dichtung, der Ackermann aus Böhmen. In dieser Dichtung, da ist ein Streitgespräch zwischen dem Tod und einem jungen Mann, dem seine Frau gestorben ist. Und dann greift Gott ein und sagt, du musst dich versöhnen und du Tod, du musst auch in deinen Grenzen bleiben. Und der Gedanke der Versöhnung, den haben die Gründer der Ackermann-Gemeinde aus dieser Dichtung entnommen und gesagt haben, wir müssen einen Anfang setzen, wir müssen uns versöhnen, Deutsche und Tschechen. Nur wenn wir uns versöhnen, gibt es eine Zukunft für Europa. Es ist ja unter jungen Menschen kaum noch bekannt, dass über 40 Jahre kommunistische Herrschaft, dass die katholische Kirche sehr viel zu leiden hatte. Viele Priester sind ins Gefängnis geworfen worden. Die sind unterstützt worden von der Ackermann-Gemeinde. Und als der eiserne Vorhang fiel, daran konnten also die Frauen und Männer der Ackermann-Gemeinde anknüpfen und konnten jetzt sagen, jetzt sind wir in einem freien Europa, jetzt müssen wir gemeinsam die Zukunft gestalten. Und wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Christen Europas zusammenarbeiten. Freundschaft. Also man kann eigentlich nur was gestalten, wenn man befreundet ist, wenn man sich kennt, wenn man zusammen diskutiert, wenn man zusammen Fahrten unternimmt und gemeinsame Tagungen macht. Papst Benedikt XV. Hat gesagt, das ist der Heilige, der auf der Brücke steht, auf der die Völker und Nationen aufeinander zugehen. Er ist eigentlich auch von der Ackermann-Gemeinde nach dem Krieg als derjenige angesehen worden, der Deutsche und Tschechen verbindet. Und in seiner Geschichte selbst gibt es alte Chroniken, wo es heißt, er war gleichermaßen beliebt bei Deutschen und bei Tschechen. Es gibt in der Geschichte immer wieder Punkte, die von irgendeiner Seite aufgeworfen werden, die diskutiert werden müssen. In meinen Augen ist das deutsche Unrecht noch nicht so aufgearbeitet, sodass man hier immer wieder Veranstaltungen machen sollte, wo man auf dieses Unrecht hinweist. Und andererseits arbeiten die Tschechen auch ihre Geschichte auf, auch die Vertreibung der Deutschen. Das ist eigentlich auch eine Sache der jungen Generation der Tschechen. Und das machen die Jugendorganisationen, die Jungen unter sich aus. Es gibt eine Jugendgemeinschaft der Ackermann-Gemeinde, die Junge Aktion, die also in vielen Bereichen viel weiter ist als die ältere Generation, mit ganz anderen Formen, ganz anderen Diskussionsformen, als wir Älteren das machen.